Hoch oder runter? Hallo? Aber du hast nichts Neues, ne? Ein besserer Bogen. Naja. Boah, er hat was Neues. Er hat nur keine neue Ansage dafür. Anscheinend. Wow. Huh. Das Ding sieht gut aus. Huh. Aber ich habe ja hier gerade so eine Fernkampfwaffe so ein bisschen. Also, erstmal nicht, glaube ich. Ich sollte vielleicht gar nichts verkaufen. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwas nachher brauche oder so. Weil es das Schwert aus irgendeiner Erinnerung ist oder keine Ahnung. Ach. Okay. Hallo, Medusa. Die ist allergisch gegen Licht, hä? Ah, das ist nicht Licht. Was? Noch ein Schlüssel. Soul Key. The Soul of a Craftsman. Also, ne? Die Seele eines Handwerkers. Öffnet eine verschlossene Tür. Wir haben noch keine einzige dieser Türen bekommen. Ist das denn, um nachher im Finale dann irgendwie die Türen zu öffnen oder so? Oder? Weiß nicht. Oh. Oh. Ich verstehe deine Wünsche. Du wünschst dir... Nee, du suchst nach einem Weg, um Ashram wiederzubeleben. Korrekt? Ja, und ich werde alles tun, um das zu erreichen. Dann schwöre Loyalität zu mir. Spüre deine Loyalität auf deine Seele. Ich schwöre auf meine Seele, meine Loyalität zu dir, Carla, die graue Hexe. Im Gegensatz zu anderen Leuten, weißt du, was hast du verstanden, was wichtig ist? Ich akzeptiere deinen Schwur. Nimm dieses magische Schwert. Oh, das kriege ich dann bestimmt gleich, wenn ich sie besiege, hä? Nun geh und erfülle deine Mission. Ey, bleib hier. Liebe ist manchmal grausam, Marfa, Göttin der Erschaffung hier. Ja. wir können nicht ohne Liebe leben, aber wir werden andauernd verwirrt durch die Liebe. Frei übersetzt. ich dachte, jetzt muss ich gegen sie kämpfen. Also gegen die Elfe. Nicht gegen Carla. Gehen wir erstmal links. Rechts. Warte mal. Ich gehe erstmal doch rechts. Rechts sieht so aus, als könnte ich da wieder zurückkommen in ein Gebiet, wo ich schon mal war. Der Boomerang trifft auch immer nur einen Gegner, ne? Obwohl dadurch mehrere durchgeht. Oh. Au. Level da? Achso. Dunkel.
Ach, die machen die Dunkelheit. Das ist ja cool. Nee, war richtig. Die machen mir auch gar nichts. Doch, die greifen auch an. Direkt die Steine rausholen sollen. Vielleicht sollte das Schweben ein bisschen Mana verbrauchen. Oder so, irgendwie. Ist das manchmal zu einfach mit dem Schweben? Ja, gehen wir erstmal hier hin. Nichts Neues, ja. Wow, achso, hier kann ich stehen. Okay. Aha. Das ist der Priester. Hm. Seelenschlüssel. Seele eines Priesters. Öffnet einfach verschlossene Tür. Wie viele Begleiter waren denn das? Magier fehlt noch, ne? Also es waren 3 Menschen. Elf und Zwerg waren 5, theoretisch, ne? Also fehlt noch ein Schlüssel. Sehe ich das richtig? Nee. Wir haben auch einen Schlüssel bekommen, den wir noch nicht... Also, der nicht zu dieser Grundtruppe gehört. Ich glaube, das war ein Dieb, ne? Das war ja auch ein Mensch in der... In dem, in der Serie da. Aua. Aua. Darkbomb. Oh, cool. Dunkelattribute. Hm. Interessant. Das könnte mir helfen. Danke. Na klar. Interessante Gegner, diese Schatten. Ich habe jetzt genug Geld für was auch immer ich mir kaufen wollte. Hm, 3000. Das Schwert, ja. Na, will ich das? Das ist die Frage. Ich muss nach rechts nochmal irgendwo in einem anderen Raum. Oder? Nee, unter mir muss ich nochmal nach rechts. So rum. Hier. Yeah. Hm. Einmal ganz kurz einen Blick durch das Schloss machen, ob noch irgendwo andere Sachen sind, wo wir hin müssten. Momentan gar nicht, ne? Ich kann zumindest nichts erkennen. Also nach oben und links, auf jeden Fall. Mhm. Na, hab ich mir gedacht. Ach, Geist. Hör auf, den anzugucken. Na komm. Da geht's noch höher. Ah, okay. Was? Der Uhrzeiger bewegt sich. Nach unten. Nicht genug Schlüssel. Ich brauche 5 Schlüssel. Okay. Okay. Ach da, nach links. Also runter, runter nach links. Sehr schön. Hier jetzt links durch. Thank you.
Da, der Magier. Ja, Seele eines Zauberers. Dann habe ich mich doch geirrt. Wer war denn der Dieb in der Gruppe? Der erste Schlüssel, den wir bekommen haben, war doch die Beschreibung von einem Dieb. Hatten wir noch einen Dieb dabei? Also waren wir 6 Leute und nicht 5? Also wir, also ne, die Party hier, ne, im Anime. Ich kann mich nicht, also es ist auch wirklich wahrscheinlich 20 Jahre her, oder 15 mindestens, dass ich das mal gesehen habe, von daher weiß ich nicht. Vielleicht soll ich mir Record of Lost War nochmal angucken. Und mal gucken, auf welchem Streamingdienst das überhaupt irgendwie erhältlich ist. So, nach unten. Wer wagt es, in die Tiefen des Abysses vorzudringen? Wenn das dein Wunsch ist, dann werde ich dem nachkommen. Nicht gut. Das ist jetzt ein Fahrstuhl. Au. Geahnt, dass hier Speicherding ist. Machen wir nochmal. Warum stirbst du nicht? Danke. Da oben links. Aha. Komme ich von hier aus nicht hin? Ah. Muss ich von hier aus abspringen? Ach, echt? Was? Wie, warum? Hier? Nee. Wie komme ich da hin? Ah, jetzt. Okay. Mehr Leben. 10%. 130 Leben haben wir jetzt. Sehr cool. Na, bleibst du wohl. Schlimm, wenn man nichts sieht, ey. Nee, war schon richtig. Da lang. Das ist ein Teleporting. Und keine Bruchwand oder so. Da geht's anscheinend weiter. Cool. Guter Schaden gegen die Pflanze. Ein großer leerer Raum. Boss, okay. Wird auch wieder Zeit, ne? Na, ist das jetzt die Elfe oder der anders? Carla! Und noch ein Verlorener. Willkommen. Carla. Lass uns das klären, hier und jetzt. Das zu klären würde die Ruhe stören. Das ist nicht ein neuer Anfang.
Es ist. Was? Es ist nicht ein neuer Anfang, aber das der Anfang vom Ende. So. Also wirst du jeden dazu bringen, zu kämpfen für alle Ewigkeit? Glaubst du, dass ein immerwährender Krieg. Glaubst du, ein immerwährender Krieg ist gerechtfertigt, wenn es die Ruhe meint? Ruhe aufrechterhält? Was? Ja. Hätte ich das mal nicht anders übersetzt. Okay. Nicht Gerechtigkeit, aber Wahrheit. Nur Tod und Zerstörung liegen hinter dem Traum der Ritter von Lodos. Die Ritter von Lodos? Oder der Ritter von Lodos? Nein. Du kannst nicht Pans Traum beleidigen. Okay. Gerechtigkeit und Liebe zerbrechen vor der rauen See der Wahrheit. Weißt du das? Nonsens! Was? Achso, wir kämpfen. Was? Sie waren harter Gegner, ne? Also, ne? Mal gucken. Ja. Hinter ihr stehen immer. Ich sehe nichts. Sie kann jetzt ihren drehen hier. Sehr unfair. Oha, aber ich bin stärker. Ha, cool. du beharrst weiter darauf hin. Die Wahrheit zu ignorieren. Dann, wie du wünschst. Fall in die Dunkelheit für alle Ewigkeit. Was? Phase 2. Was zur Demon God? Dunkelheit, Schwäche. Oh ja. Cool. Ah, was ist das da unten? Nee, war richtig. Jetzt nicht mehr. Was? Au. Nein. Hilfe? Oh, ich bin Level 3 bei irgendwas. Gut. Au. Au. Oh, Level 3. Heilen. Also, sie hat auch nicht mehr viel. Ich mag das Design. Danke. Ach ja, heilen. Okay. Okay. Knapp. Was liegt an diesem Weg? Bist du dir darüber überhaupt im Klaren? Okay. Kryptisch, wird nur kryptischer durch meine komische Übersetzung. Aber das ist ja auch eine Sache, die ich euch bei anderen Sachen bemäkel, ne? Goblin-Schamane. Aber ich werde ja auch nicht bezahlt dafür. Und hab dafür Zeit. Hinter dir ist eine verschlossene Tür. Also so ein Bruchding. Yeah, mehr Leben.
Dunkelelf. Aha. Oh, ah, verdammt. Gift? Nee. Leicht. Sandwurm. Na los, komm. Hier ist Heilung. Minotaurus. Hoppala. Noch einer. Das ist. Ist das nicht der Bogen, den ich schon habe? Hä? Nee, ist nicht. Nicht der. Magician. Was? Nee, unten. Oder Magician. 5 Pfeile auf einmal. Also für Schaden ist der, glaube ich, enorm gut. Okay, vielleicht auch nicht. Eigentlich ist Dunkelelement eine gute Option. Also eine gute Alternative. Da oben ist. Da sind 2 Schwerter oder so. Hm. Au, ah, wie gemein. Hm. Aha. Ah, das blockiert jetzt nicht, okay, gut zu wissen. Hm, das ist ja knifflig. Ach so, ah, okay, nicht so knifflig, wie ich dachte. Hm. Ich hätte unter mir, der Raum ist ein Teleporter-Ding, ne? Ah, später. Pan! Was hast... Ein Seelenkristallball. Was? Soul Crystal Ball? Und das Blut des Ritters von Lodos. Ich habe, was ich brauche. Nun bleibt nur noch die Zeremonie selbst. Wenn die Zeremonie abgeschlossen ist... was? Die Erinnerung... Nee. Ja, wenn die Zeremonie abgeschlossen ist, die Erinnerung der Ritter von Lodos... Des Ritters von Lodos... werden aus der Geschichte ausgelöscht. Und Ashram wird zurückkehren. Hm. Ha. Huh. Ich bin doch sowieso in so einem Illusionslabyrinth, oder nicht? Aber, sie realisiert das nicht so ganz. Pan. Ich werde dich niemals, niemals werde ich dich davon kommen lassen. Okay. Rache! Oh, Nee. Okay. Oh, was? Was zur? Was geht denn? Das können die? Master Mummy. Achso. Nicht normale Mumien. Hm. Au. Da oben ein Skorpion oder sowas. Oh, ich. Poison? Nein. Was heißt das? Ich bin schwächer, oder? In dem Fall. Da verliere ich Magien, ey. Der Lizardmann ist auch eine stärkere Version, ne? Oh, fuck. Wo habe ich das jetzt mal gespeichert? Oh, nein.
Okay, jetzt gehe ich mal unten rechts zuerst. Akira oder was ist das? Ja. Mhm. Ich hab den Bogen noch an. Hm. Ah. Windsturm. 50. Ein Tornado, aber. Ah, interessant. Schwadjin macht Tornado. Machen wir direkt mal hier im nächsten Raum. Wenn ich das ausgerüstet habe. Warte. Hm. Ja. Ganz schön lange Zauberzeit. Was macht denn Gift? Hm. Was? Hi. Scheint mir nicht das Leben zu rauben, ne? Heilen kann ich mich ja auch. Steht das hier irgendwo? Ne, ne? Jetzt Gift vorbei. Warte mal, hier bin ich vorhin lang. Diesmal werde ich woanders zuerst, oder? Ja, oben war ich noch nicht. Okay. Oben rechts. Ist da vielleicht einfach nur ein Bonus? Ne, warte mal. Da kann ich gar nicht hin. Okay. So war das. Ah, links. Links. Da war ich aber schon. Warum ist das wieder versperrt? Okay, also jetzt straight nach rechts. Woanders geht's ja gar nicht lang, oder? Ich glaube nicht, ne. Hm. So, die Szene nochmal. Die... Ich kann Pause skippen, ja. Moment. Danke. Rache! Ah, okay. Warum ist das so schwach? Was bringen denn 5 Pfeile, wenn das aufgeteilt wird anscheinend auf, auf den Schaden? Sollte ich hier Dunkel, nee, Lichtelement benutzen häufiger? Hm, mal gucken.
Na komm. Zum Glück habe ich diese Fernkampfwaffe, dass ich nicht allzu nah ran muss. Aber langsam wird es Zeit, dass ich eine neue Waffe kriege, oder? Ich denke schon. Links oder rechts? Aha. Ach ja. Oh, die schießen mit Gift, das war das. Hallo, Speicherpunkt. Oh, cool. Dann gehen wir da zuerst hin. Das ist ein Wind-Upgrade. Oder? Ja. Mehr Angriff, wenn man Wind benutzt. Cool. So. Muss ich auf der Seite durch? Was ist das denn? Eine Meerjungfrauenstatue? Wasseratmung. Cool. Die Fähigkeit erhalten, unter Wasser zu atmen. Sehr, sehr geil. Wie rum muss ich jetzt? Da rum muss ich raus, ne? Ja. Okay. Sehr, sehr geil. Das heißt, wir kommen da grün rechts unten kommen wir weiter, ne? Also mittig im grünen Feld unten da. Da geht's dann her weiter. Okay. Hoppala. Da unten komme ich eh. Okay. Da ist eine Tür, die wo nicht durchkommt. Das ist gut. Also, naja, ist doof, weil wir später zurückkommen müssen, aber wir wissen wenigstens, hier ist Grenze. Da geht's nicht weiter. Das war knapp. Autsch. Der ist wie so ein Hai auf mich zugeschwommen. Da unten war ich schon. Oh oh. Ey, das ist... Okay, das muss ich verhindern einfach. Kann ich sonst nicht ausweichen. Ich stelle mich auch super schlau an. Irgendwie. Gut. Ja. Da kommen wir nicht hoch. Wieder zurücklaufen. Das heißt, da muss ich fliegen können oder sowas, ne? Hoppala. Nein, böse Mumie. Falsch. Okay. Dann halt nicht. Hier ist ein Warp-Punkt. Der ist gut. Den müssen wir auch bestimmt gleich nehmen.
Okay. Oder wir gehen erstmal hier lang. Nee. Lass mich mal kurz vorbei, danke. Verdammt! Oh, zum Glück. Wow, oh, so ein Glück. Sehr gut. Können wir einfach so chargen? Gemein. Also mit der Taus da unten ist auf jeden Fall ein Problem. Na. Kannst mich mal. Ah. So. Da kann ich doch von hier aus, oder? Ne, fast. Vielleicht. Na gut, wir gehen erstmal rechts. Nee. Nee, ich hatte sogar Feuer. Verdammt. Ah, ich habe an mir gezweifelt. Okay. Da ist magnetischer Bullshit. Weiß noch gar nicht, ob ich da lang will. Moment. Ich guck erstmal rechts lang. Oh oh. Oh oh. Gut. Ah. Nein. Bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Scheiße. Das klappt so nicht. Okay. Also immer noch nicht, was Gift macht. Wow. Da oben komme ich nicht lang, ne? Also ist hier nur der Minotaurus dann dementsprechend gut. Wie sehen denn hier brüchige Wände eigentlich aus, in dem Level? Ich weiß es nicht. Gut. Na. Okay. Nope. Danke. So, endlich wieder hier. Na das. Der Pfeil steckt sogar noch von vorhin. Der bleibt an uns stecken, da muss ich... Achso, ich kann gar keinen anderen Winkel. Doch, geht. Ach, Glück gehabt. Gut. Nein, können! Schnell genug durchgekommen, wie auch immer.
Da ist ein Boss. Das heißt, hier ist irgendwo noch ein Save-Punkt. Wahrscheinlich. Hm, ich tippe auf rechts. Da sitzt er. Nee. Ich weiß sogar, was rechts ist. So ein bisschen. Zumindest. Man müsste jetzt hier ein Speicherort sein. Schon wieder, ne? Also es ist... Die sind schon dicht aneinander, echt. Ja. Sogar sowas. Naja, dann. Ja. Nee, dann schauen wir uns jetzt gleich den Boss an.